Hallöchen, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ihr seht hier schon die wunderschönen Wollen von Twister 8 Curly Uni. Und wir häkeln damit so ein süßes Sterndeckchen. Du kannst das auch noch vergrößern und als großes Deckchen auf deinen Tisch machen. Oder so klein und als Untersetzer. Das ist dir dann überlassen. Ich zeige euch lediglich den Anfang. Und wir werden dann noch einen Rand dran häkeln an meins. Und als erstes sage ich euch mal noch die Farbnummern, falls ihr das nachkaufen möchtet. Also das ist die Twister Curly 8 Uni. Das Grün hat die 73. Das Rot hat die 35. Und das Weiß hat die 32. So, nun lasst uns mal beginnen. Wir fangen mit einem Fadenring an oder auch viele sagen magische Ring. Also du machst das hier so um die zwei Finger, dann kannst du das hier schon mal durchgehen und mit einer Kettenmasche das erst einmal festmachen. Und dann machst du noch weitere 6 feste Maschen in diesen magischen Ring. Ich habe jetzt schon 2. 3, 4, jetzt kann man das schon mal ein bisschen zusammenziehen, weil so viele Maschen kommen ja nicht mehr. 5 und 6. Und jetzt schließt du das einfach hier in die erste Masche zur Runde. 5. Und machst mit einer Kettmasche den Fadenring zusammen. Und das ist die erste Reihe. Jetzt kommt gleich schon die zweite Reihe. Du machst eine Steigeluftmasche. Setzt dir einen Maschenmarkierer da hinein, damit du nachher weißt, wo du die Kettmasche hinmachen musst. Schließ es auch am besten, sonst fällt es womöglich raus. Und jetzt bekommt jede der 6 Maschen 2 Maschen, also müsstest du dann am Schluss 12 Maschen haben. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt 5 und 6. Jetzt 7 und 8. Und das war die 8. Jetzt 9 und 10. Und in die letzte 11 und 12. So, jetzt sind wir hier vorne angekommen. Ich tue dann meistens meine Nadel schon mal reinmachen und mache dann das erst ab. So, und jetzt hole ich mir den Faden und mache eine Kettmasche. Und damit ist auch die zweite Runde beendet. Ihr habt jetzt 12 Maschen, jetzt kommt die dritte Runde. Ihr macht eine Steigeluftmasche. Setzt euch das wieder ein. Und der Maschensatz ist in dieser Runde festgehakt. Nochmal. Ja, ihr dürft praktisch gar keinen Faden erwischen mit den kleinen Nadelchen da vorne. Und jetzt in der Runde geht es immer 1, 2 und 3. Das heißt, eine alleine und 2 zusammen. Das macht ihr die ganze Runde rum so weiter. Die dritte Runde. Dann kommt die vierte Runde. Und da verdoppelt ihr auch jedes 1, 2, 3 und 4. Jede dritte und vierte wird dann in der vierten Runde verdoppelt. Ich schreibe es euch auch nochmal drunter. Ich habe jetzt praktisch meine 4 Runden schon. Das heißt, die letzte Runde war die dritte und vierte. Ihr seht das hier schön.
Und jetzt fangen wir mit dem Muster schon an. Ihr setzt euch noch einmal hier vorne die Nadel rein, den Maschenmarkierer. Und dann beginnen wir so. Ihr habt ja jetzt eins in die Höhe. Das ist euer erstes halbes Stäbchen. In das nächste macht ihr ein Stäbchen, eine Luftmasche und in die gleiche Einstichstelle noch ein Stäbchen. Und dann daneben ein halbes Stäbchen. So, dann macht ihr eine Luftmasche, stecht aber gleich wieder ein in die Nebenmasche, macht wieder ein halbes Stäbchen. Jetzt kommt wieder ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche und ein ganzes Stäbchen und daneben ein halbes Stäbchen und wieder ein halbes Stäbchen. Das ist unser Maschensatz auch. Ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen, eine Luftmasche. In die gleiche Einstichstelle noch ein Stäbchen und daneben wieder ein halbes Stäbchen. Und jetzt geht der Maschensatz wieder los. Ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche, in die gleiche Einstichstelle nochmal das Stäbchen rein. Daneben ein halbes Stäbchen und der neue Maschensatz. Wieder ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche, noch ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle und wieder ein halbes Stäbchen und daneben ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche, noch ein Stäbchen, so, und dann wieder ein halbes Stäbchen und wieder. Das macht ihr jetzt so rundherum. Kommt das halbe Stäbchen. So, jetzt nochmal. Ein halbes Stäbchen. Ein ganzes Stäbchen. In die gleiche Einstichstelle noch ein Stäbchen dazu. Dazwischen die Luftmasche nicht vergessen. Und jetzt kommt nochmal ein halbes Stäbchen. Und der neue Maschensatz. Ihr zieht euch das jetzt hier so ein bisschen auseinander. Wieder ein halbes Stäbchen, halbes Stäbchen, jo, halbes Stäbchen, dann in die letzte Masche hier, die noch ist, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So. Und jetzt macht ihr eine Kettmasche. Hier in diese zwei Steigerluftmaschen. Macht ihr eine Kettmasche rein. So. Und jetzt geht's weiter. Wir machen eine Kettmasche rüber zum Stäbchen und machen jetzt zwei Luftmaschen in die Höhe. In diese Lücke kommt immer rein, in jeder Runde. Zwei Stäbchen, eine Luftmasche und
Ach, hier hätte ich es mal festziehen müssen. Ja, anziehen nicht vergessen zwischendurch. Und noch ein Stäbchen. Also habt ihr immer in diesem Zwischenraum eure Zunahmen von zwei Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen. Und in das Stäbchen hier müsst ihr euch das ein bisschen auseinanderziehen. Die Masche ist meistens verdeckt, dadurch, dass wir hier reinhäkeln. Seht ihr das? Da ist zu. Das zieht ihr euch wieder rüber. Macht da das Stäbchen rein. In dieser Runde werden die halben Stäbchen ausgelassen. Das heißt, ihr geht jetzt wieder hier in das Stäbchen. Dann macht ihr hier in den Zwischenraum wieder unsere Zunahme. Zwei Stäbchen, eine Luftmasche und zwei Stäbchen. Und jetzt hatten wir ja hier drüben auch eins auf das Stäbchen. Jetzt müsst ihr auf der Seite das wieder auseinanderziehen, damit ihr auch noch in das Stäbchen ein Stäbchen reinbekommt. Dann einfach die zwei halben Stäbchen auslassen, hier rüber gehen. Und da macht ihr auf das Stäbchen ein Stäbchen und in den Zwischenraum zwei Stäbchen, eine Luftmasche und wieder zwei Stäbchen. Und beim letzten wieder auseinanderziehen, dass ihr da in das Stäbchen reinkommt. Jetzt wieder. Ihr könnt es euch ja auch so hinhalten. Hier, das sind die zwei halben Stäbchen, die lasst ihr aus. Und dann müsst ihr praktisch, das sieht ja hier aus wie ein V. Das erste Stäbchen bekommt ein Stäbchen. Die Lücke bekommt zwei Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal zwei Stäbchen. Und jetzt wieder auseinanderziehen und dann könnt ihr in das schöne Stäbchen oben wunderschön reinhäkeln. Jetzt wieder. Die werden ausgelassen, die halben Stäbchen. Zum nächsten V hinüber. Und da macht ihr euch auch wieder ein Stäbchen rein. Dann kommt diese Lücke dran. Da macht ihr zwei Stäbchen, eine Luftmasche und zwei Stäbchen. Auseinanderziehen, dann kommt, seht ihr hier oben, wo ihr rein müsst. So. Jetzt haben wir das V behäkelt. Die zwei halben Stäbchen lassen wir aus. Gehen hier drüben in das erste Stäbchen, dann in die Lücke mit der Luftmasche. Da macht ihr wieder eure Zunahme rein. Zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen, nee, eine Luftmasche und zwei Stäbchen. Ja, wer möchte, kann auch zwei Luftmaschen machen. Das ist nicht so schlimm. Wenn euch das, ich zeige euch das nachher nochmal, wem das nicht gefällt, der kann auch zwei Luftmaschen machen. Und dann auf das erste Stäbchen ein Stäbchen. So, jetzt wieder. Erst das Stäbchen behäkeln. Dann die Lücke. Zwei Stäbchen, eine Luftmasche. Und zwei Stäbchen. So, dann schön wieder auseinanderziehen, damit das letzte Stäbchen hier auch ein Stäbchen bekommt. Und dann haben wir jetzt hier noch ein V.
Da gehen wir wieder in das Stäbchen oben rein. Behäkeln das erstmal und dann die Lücke. Dort macht ihr wieder rein. Zwei Stäbchen. Eine Luftmasche. Und zwei Stäbchen. In das letzte schön wieder hier auseinander. Da kommt nämlich auch noch ein Stäbchen rein. So, jetzt haben wir hier zwei halbe Stäbchen und ein Stäbchen. Auf das Stäbchen macht ihr wieder euer erstes Stäbchen. Dann in die Lücke. Zwei Stäbchen. Eine Luftmasche. Und nochmal in die Lücke und noch zwei Stäbchen. So. Und dann auf das letzte Stäbchen hier auch ein Stäbchen. Und dann geht ihr hier runter in die zwei Steigluftmaschen. Hier seht ihr schön die zwei Maschenglieder. Die nehmt ihr auch auf die Nadel, holt euch den Faden durch und macht mit einer Kettmasche die Runde zu Ende. So, wenn dir das jetzt gefällt als Untersätze, dann kannst du das jetzt als Untersätze nehmen. Und wenn du sagst, ich möchte aber lieber ein schönes Deckchen machen, dann zeige ich dir jetzt, wie du hier weitermachst mit einer anderen Farbe. Du hast jetzt hier drei Stäbchen. Wir werden uns jetzt das erste Stäbchen auslassen. Wir werden den Faden gleich mit einhäkeln und gehen aber gleich hier in das zweite Stäbchen, also unsere Zunahmen. So, dann wollte ich euch ja noch zeigen, wem das zu wenig ist hier mit einem, dann macht ihr eben zwei rein, also hier zwei Luftmaschen. Aber ich finde, eine reicht. Du gehst hier in das erste Stäbchen, holst dir das Rot zum Beispiel, bändelst es erstmal schön in Ruhe an. So. Du brauchst hier wieder deine zwei Steigerluftmaschen. Hier hinten kannst du den Faden jetzt ein bisschen mit einhäkeln. Jetzt werden die zwei Stäbchen erst einmal. Den roten werde ich auch gleich mit einhäkeln. Ihr seht jetzt, dass ich hier viele auf der Nadel habe. Und macht ein Stäbchen. Und in die Lücke kommen wieder zwei Stäbchen rein. Zwei Stäbchen. Eine Luftmasche. Bisschen schön festziehen hier. Und zwei Stäbchen. Und dann ist hier noch das erste Stäbchen, das behäkelt ihr auch mit. So, eigentlich könnte man ja das hier hinten jetzt abschneiden. So. Und dann geht es einfach weiter. Das Stäbchen von der Zunahme hier wird behäkelt. Und das andere auch. Also die beiden Zunahmen werden behäkelt. Die zwei mittelsten maschst du zusammen ab. Also einmal und noch einmal zusammen ab. In der nächsten Reihe wird das dann immer freigelassen. Jetzt kommen die zwei Stäbchen dran von unserer Zunahme. Und in die Lücke zwei Stäbchen
Ich schreibe euch auch wieder jede Reihe unten in die Infobox. Und wenn dir mein Muster gefällt, lass mir ein Däumchen nach oben da. Schreib mir in die Kommentare, das finde ich auch immer super toll. Da kann ich nämlich antworten. Und wenn du einen Wunsch hast, dann mache ich dir auch gerne ein Wunschvideo. Schreib das einfach mit in die Kommentare. So, jetzt haben wir das erste Stäbchen gewickelt. Jetzt kommt das zweite hier. Und die zwei werden zusammen abgemascht. Einfach wie halbe Stäbchen und dann durch diese Schlaufen einfach alle durch. Dann kommen wieder zwei Stäbchen. Und dann kommt die Lücke wieder. Und so setzt sich das auch in jeder Reihe fort. Wie viel Reihen du machst, ist dir überlassen. Du kannst das, wie ich schon gesagt habe, als kleines Untersetzerchen häkeln, gerade jetzt im Winter, unter die Tasse Tee auf den Tisch oder auch zum Verschenken ist das wirklich super toll. So, und noch das andere Stäbchen behäkeln. So, und jetzt sind die zwei, die hier innen zusammenliegen, die werden zusammen abgemascht. Das heißt, ihr holt das erst euch durch. So, und mascht das zusammen ab. Ich würde mich auch freuen, wenn du das gehäkelt hast, dass du das dann in der Facebook-Gruppe postet mit dem Namen Sheep Love Wool. Sei herzlich willkommen. Und du findest mich auch auf Instagram, auch unter dem Namen. Die Abonnierungen sind für dich alle kostenlos. Ich freue mich, wenn du dazu kommst. So, wir haben jetzt unsere Zunahme in der Lücke. Die zwei Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen. Jetzt schön auseinanderziehen, dass ihr wirklich in das erste Stäbchen hier reinhäkelt. So. Ich denke mal, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, schaut einfach unten in die Infobox und ihr seht, wie schön größer das wird. Zum Schluss, ich habe an dieser Stelle aufgehört, weil ich finde das auch toll. Ich möchte das nämlich an Weihnachtsbaum dann hängen und deswegen möchte ich gerne noch mit euch jetzt einen Rand drumherum machen. Ich habe ja dieses Weiß und dann habe ich dieses süße Weiß auch gefunden mit diesem Kuschel. Das ist die Baby Smiles von Schachenmeier, die Lania Soft. Die ist so kuschelig weich, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Da eine Babymütze draus, das ist auch super schön. Es sind 25 Gramm. Und ich verhäkel das auch mit einer Dreiernadel. Und ich habe mir gedacht, wir machen einen Teil so, dass ihr das seht, wie ich das umhäkel. Und dann setze ich einfach die andere Wolle auch noch an. Also wir haben ja hier eine Luftmasche. Ich würde da nicht beginnen. Ich würde dann hier so davor beginnen. Und mir den Faden erstmal so durchholen und dann würde ich hier eine hier rüber und eine feste Masche machen und noch eine mit rein, dass die Ecken praktisch wie zwei feste Maschen haben und dann einfach auf jedes Stäbchen kommt eine feste Masche. So, hier unten hatten wir ja die zwei zusammen abgemascht. So, da würde ich auch nur eins reinmachen. So.
Das sieht zum Beispiel jetzt zu viel aus. Da sieht man auch die Ecke nicht schön. Also wird das auch übersprungen. Ihr geht hier rein und lasst das hier aus und geht hier rüber. Und schon habt ihr auch jetzt hier wieder, ich mache mal noch ein Stückchen weiter und zeige euch dann diese eckige Form. So, dann hat man diese Ecke praktisch richtig schön beibehalten. Und wenn ihr mit der anderen Wolle lieber häkeln wollt, dann würde ich das genauso machen. Vor so einem einfach rein. Dann daneben. Da habt ihr schon mal eine feste Masche. Und bisschen anziehen und noch eine feste Masche. Und dann wird jedes Stäbchen einfach so behäkelt. Und auch hier würde ich sagen, vor diesen zusammen abgemaschten eins. Dann geht ihr hier rüber und macht hier drüben eins. Also ihr lasst das komplett weg. Und dann einfach überall ein Stäbchen rein. In das Stäbchen eine feste Masche rein. So, meine Lieben, ich mache mal hier noch ein Stück, dass wir uns das richtig schön anschauen können. Dann hier dürft, gell, ihr seht das jetzt auch wieder, es rutscht hier rüber und verdeckt praktisch diesen Punkt, wo wir rein müssen. Diese Masche. Und dann wird das hier einfach weiter behäkelt. Ihr kommt dann hier wieder vor diesen zusammen abgemaschten und tut das so schön ab. Und dann sieht das so toll aus. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei deinem süßen Stern.